Liebe Zuschauer, wir begrüßen Sie zum heutigen Spiel. Wir, das sind Wolf Fuß und Frank Buschmann, und heute kommentieren wir ein Ligaspiel für Sie. Heute heißt es also Hoffenheim gegen den FC Bayern. Klasse Defensivleistung zuletzt bei den Gästen. Also da sind sie bislang richtig stark. Ja, die sind wirklich stark, und wenn sie das auch heute wieder zeigen können, dann haben sie hier beste Chancen. Dietmar Schönlebe ist der Unparteiische heute. Beide Mannschaften sind bereit, es geht los. Schau Hoffenheim. 5-3-2 sehen wir heute bei Ihnen. Ist auch nicht die gebräuchlichste aller taktischen Grundordnungen. Ja, aber wer weiß, Wolf, das könnte schon passen. Grundsätzlich sind Sie damit natürlich erstmal defensiv ausgerichtet. Aber dann kommt es aufs schnelle Umschalten an. So gehen es die Bayern also heute an. Also die Richtung dürfte bei der Formation heute klar sein. Ja, ganz klar, nach vorne soll es gehen, und zwar aus dem Mittelfeld. Da könnte jetzt eine Chance entstehen. Jetzt in der Anspielstation. Nadim Amiri. Klasse aufgepasst vom Torwart. Der Ball ist im Aus, es gibt Ecke. Satz. Könnte gefährlich werden. Müller am Ball. Thiago. Und jetzt haben wir hier das erste Tor. Ein tolles Ding. Und den Ball wollte er genau so haben. Bei dem Schuss hat alles gepasst. Hier nochmal dieser Treffer. Der erste Treffer, gespielt 15 Minuten. Douglas Costa. Thomas Müller jetzt. Jetzt müssen Sie aufpassen. Macht er ihn. Da ist er da, es gibt Ecke. Kramaric! Da setzt er zum Sprint an, kommt er durch. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Jetzt vielleicht. Und Tor! Lewandowski macht's! Torgefährlich wie immer, so kennt man ihn. Nutzt hier die Möglichkeit, klasse. Rechts unten zappelt der Ball im Netz. Harter Schuss. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Schaut doch gut aus. Es steht 2-0. Bisher spielen sie hier ohne große Probleme. Er zieht ab. Den hält er super. Ecke. Könnte gefährlich werden für die Bayern. Er ist frei, da kann was draus werden.
Lewandowski! Da ist das Tor! Lewandowski! Wohl einer der komplettesten Stürmer derzeit, Robert Lewandowski. Zeigt hier auch, warum. Den hat er gut platziert. Super gemacht, Buschi. Kann man wohl sagen, Wolf. Mit ganz wenig Kraft und viel Gefühl versenkt. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Sie können sich hier weiter absetzen mit diesem 3:0. Müller jetzt vielleicht mit der Möglichkeit. Jetzt vielleicht. Der Ball prallt von der Latte ins Feld. Das muss es doch sein. Der Ball sitzt. Robben. Da können Sie den Treffer nicht verhindern. Gut durchgesetzt von Robben. Klasse Aktion. Und mit diesem Tor baut der FC Bayern seine Führung hier aus. Sieht gut aus. Und wenn Sie so weitermachen, sollten Sie das Spiel auch gewinnen. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Klare Sache hier. Das 4:0 ist schon deutlich. Klar, es sind noch 45 Minuten zu gehen, aber sie waren so überlegen in der ersten Hälfte. Das müssten sie eigentlich packen. Ja, es müsste mal eine zündende Idee kommen. Nun Douglas Costa. Da kommt der Schuss. Tolle Aktion vom Torwart. Jetzt bin ich gespannt, wie er die Ecke reinbringt. Der Schiedsrichter hatte aber auch eine gute Position. Hier steht jetzt die Auswechslung an. Jetzt wird's gefährlich. Das könnte gefährlich werden. Das hätte gefährlich werden können. Gute Aktion. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Jetzt vielleicht. Was für ein Tor! Wieder war es Lewandowski, der Pole heute mit einem klasse Auftritt. Sein drittes Tor. Der ist heute richtig gut drauf, Buschi. Eine überragende Leistung, schon sein dritter Treffer. Hier nochmal dieser Treffer. Wieder ein Treffer, 5:0. Das spricht eine deutliche Sprache. Jetzt Lahm am Ball. Und jetzt Robben am Ball. Er versucht's. Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Ärgerlich, es gibt Abseits. Das war eine gute Möglichkeit. Vidal. Müller macht das stark, setzt sich gut durch. Und er schießt. Lewandowski! Da macht er das Tor. Ein echter Torjäger eben, der Pole. Gut gemacht. Und da trifft er schon wieder. Wahnsinn, bei ihm klappt heute einfach alles. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive.
6-0. Einbahnstraßenfußball ist das heute. Da ist die Auswechslung. Die Fans feiern ihn. Kein Wunder. Ja, definitiv einer der besten Spieler auf dem Platz. Lewandowski geht. Es war heute ein unglaubliches Spiel von ihm. Es hat alles geklappt. Gut von Hummels. Den Ball fängt er ab. Das könnte die Chance werden. Er bleibt liegen nach diesem Zweikampf. Die Bayern haben den Sieg. Die Partie ist abgepfiffen. Ein absolut verdienter Sieg heute. Und viel mehr muss man eigentlich gar nicht dazu sagen, Buschi. Nee, Wolf, kann man genauso stehen lassen. Ganz souveräner Auftritt, da hat alles gepasst. Wie hast du Lewandowski heute gesehen in diesem Spiel? Eine unglaubliche Leistung. Ein Tor schöner als das andere. Der hat das Ding ja quasi im Alleingang gewonnen.